Die FDP-Landesvorsitzende von Hamburg, Katja Suding, hat ihr Ausscheiden aus der Politik angekündigt. Sie will weder bei der Bundestagswahl antreten, noch erneut für den Landesvorsitz kandidieren. Auch als stellvertretende Bundesvorsitzende steht sie nicht erneut zur Verfügung. Sie begründet ihren Ausstieg mit einer persönlichen Entscheidung. Sie wolle ihr Berufsleben nicht mit der Politik beenden, so die 44-Jährige. Der FDP will sie aber weiterhin angehören. Suding hatte den Hamburger Landesvorsitz 2014 übernommen. 2011 hatte sie die Liberalen zurück in die Hamburger Bürgerschaft geführt. Nach ihrer Wahl in den Bundestag 2017 legte sie ihr Bürgerschaftsmandat nieder.